So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13. Darth Vader ist hier, wie versprochen im letzten Video, gehen wir diesen Weg zurück, um zu gucken, ob da irgendwelche Kisten oder so noch verborgen sind. Ja. Wir haben hier geladen, deswegen sind die ganzen Gegner jetzt noch hier. So. Bam, bam, bam. Genau. Beziehungsweise sind die Gegner wieder hier. Ja. Und wie man sieht, wir sind mit Vanille und Fett unterwegs. Und das ist ja eigentlich auch sehr, sehr interessant und so weiter. Warum gehe ich diesen Weg jetzt zurück? Das kann ich euch ganz einfach erklären. Das hat damit zu tun, dass wir gucken möchten, ob es nicht irgendwo noch versteckte Kisten und so weiter gibt. Ich glaube, das habe ich schon gesagt, ne? Ja, ich werde hier jetzt erstmal ganz kurz auf Heilung rüberspringen. Genau, das sollte eigentlich auch schon reichen. Es leckt gerade ein bisschen. Das tut mir auch leid. Das hat wohl damit zu tun, dass im Hintergrund noch ein bisschen gerendert wird. So, Quatsch, was mein hier? Doppelsequenz. So. Angriffe en masse, bitte. Und hier, gib mir richtig Action. So, geschafft. Yay, super. Alles ist tutti. Ja, wie gesagt, ich schaue mich hier mal ein bisschen um. Gut, die Kiste hatten wir schon geöffnet. Dann gehen wir jetzt zurück, weil wir haben diesen Reaktor, den ich so schön als Makro-Reaktor bezeichnet habe, angeschaltet. Und jetzt sollte eigentlich, wenn wir diesen Weg zurückgehen, eine Stelle offen sein, bei der man anfangs Energie brauchte, wir aber keine Energie hatten. Und genau deswegen gehen wir nochmal zurück, um zu gucken, ob da irgendwo wirklich irgendeine Kiste ist. Irgendeine versteckte Geschichte. Mir wurde geflüstert, dass ich im Tempel, also nach dem See, ganz am Anfang, also schon ein paar Videos her, eine Kiste vergessen habe. Das tut mir leid. Wie gesagt, das ist ein Blind und ich versuche ja nur alle Kisten unter für euch zu finden. Wenn ich eine vergesse oder so, könnt ihr mich gerne darauf hinweisen. Schreibt mir dann einen Kommentar hinter. Meistens kann ich die dann natürlich nicht nochmal besorgen. Aber ich hoffe, das stört euch dann nicht ganz so doll. Die Kisten sind bisher noch keine so großen, heftigen Sachen drin. So, boom, boom. Ja, das bist du. Du bist so tough, das geht ja gar nicht. So. Ja, man merkt, das ist ein gewaltiger Weg, den wir gerade eben zurücklegen müssen, um dort an diese Stelle zu kommen. Aber wir sind schon da, glaube ich, fast. Wir müssen einmal hier rüber. Wenn mich nicht alles täuscht. Gut, die Kiste hatte ich geöffnet. So, mal gucken, ob es ein Präventivschlag war. Ich weiß immer noch nicht, wo die bei den Viechern vorne und hinten ist. Ja, es war ein Präventivschlag. Nein, das war der falsche. Ich wollte eigentlich zuerst auf die Bombe. Weil... Oh.
aber auch partikular. Aua. Schnell, 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 schnell. Königsfeder. Oh, das hat aber richtig reingehauen gerade. Ach Mist. Schade. Das hat leider nicht mehr für dafür gereicht, dass ich den Schockzustand beibehalten kann. Schade, schade, schade. Ja gut, das war echt ein böser Kampf. Ich wäre auch mal beinahe voll ins Auge gegangen. Glücklicherweise habe ich nochmal die Königsfeder reinhauen können. Ja, was gibt's zu erzählen? Eigentlich im Moment gar nicht so viel. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was genau Sash und Vanille vorhaben. Hope und Lightning sind unterwegs, den False Eden zu zerstören und dementsprechend das Sanctum. Snow wurde von dem vom Sanctum gefangen genommen. Ja, und wir wandern hier einfach munter durch die Gegend. So, da ist die Stelle, die ich gemeint habe. So, jetzt müsste nämlich das Ding hier funktionieren. Oh, I got this thing figured. Genau. Ching, tada. So, mal gucken, was es jetzt hier gibt. Ob es hier überhaupt irgendetwas gibt. Ja, da drin ist eine Kiste. Oh, ich glaube, das hat nicht für einen Präventivschlacker. Doch, dämlich. Freude. Ja, schade, dass er jetzt kein, kein Dingens hat. Kein Rundumschlag. Wir gehen erstmal auf Doppelsequenz rüber, damit wir hier mal ein bisschen mehr Schaden auf den Typen da hinten richten können. So, Paradigmenwechsel auf Partikularattacke, um mal ganz kurz ein bisschen zu heilen. So, hoffentlich heilt sich von dem jetzt auch gleich selber. Gut. Sehr schön. So. Aber bitte wieder auf Extermination, um wieder den Serienbonus zu füllen. Das ist dort oben rechts der nette Balken, der jetzt gerade bei dem einen Gegner auf 111% steht. Wenn ich jetzt auf Doppelsequenz gehe, müsste eigentlich der Serienbonus auch recht fix hochgehen. Genau. Wow. Schnell gewechselt auf Partikular. Das ist auf jeden Fall auch ein ziemlich kranker Kampf hier gerade. So, nochmal auf Extermination, um nochmal ein bisschen mehr Schaden auszuteilen. Genau, das läuft doch eigentlich ganz gut gerade. So, so. Bitte wieder auf Partikular, damit ich nochmal hochhält. Genau. Nochmal letzter Angriff auf Brecher. Und dann wieder auf Doppelsequenz, um schnell den ATB-Balken zu füllen.
den ATB-Balken, den Serienbonus. Genau. So soll es aussehen. So, ich hoffe, dass dieser Kampf noch in diesem Video endet. Na, hut. Moment, sieht eigentlich ganz gut aus. Na komm. So, ausgezeichnet. So, hier machen wir jetzt auch gleich nochmal einen schnellen Cut. Und sehen wir uns gleich wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 13 mit eurem Darth Vader. Bis gleich.